Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Das U-Boot, oder vielmehr gesagt U-Boot, heißt ja nicht das U-Boot, aber naja. Ja, es hat ja Gott sei Dank funktioniert mit den Speichern. Alles ist soweit richtig. Wir haben die 50% Ansehen weiterhin und auch die Punkte. Natürlich habe ich schon ein bisschen ausgegeben, ne? Wegen Essen und Munition und alles sowas, was man halt so braucht für die nächste Mission. Warum das hier noch ist, verstehe ich auch nicht, weil wir haben ja jetzt volle Mannschaft wieder. Deswegen wundert mich, dass das immer noch existiert. Es mangelt an Besatzungsmitgliedern, um das Boot richtig zu bedienen. Kapitän, das kann deine neue Crew sein. Und Lassen ich Sie habe mich ja wissen, schon wenn Sie Ihre Dokumente nachgeguckt sehen möchten. und habe ja neue Leute eingestellt. Hier sieht man es auch. 5 von 5 und 18 von 18. Daher verstehe ich nicht so genau, warum das so ist. Gut, wird wahrscheinlich auch noch ein Bug sein, vielleicht. Mir ist auch Was brauchst aufgefallen, du, Herr Kaloy? wenn das vielleicht gerade auch die Entwickler sehen sollten, was ich nicht glaube, aber es kann ja sein, Schau mal. dass mir auch noch aufgefallen ist, dass keine Torpedos mehr zu verkaufen gibt. Also ist leer. Das sind die, die wir jetzt gerade noch haben. Ein paar Torpedos sind schon eingelagert, also in den Schächten. Ich weiß jetzt nicht, wie man das, wie die Fachsprache davon ist. Wo man die halt abschießt halt, ne? Und ja. Daher würde ich halt auch immer vorschlagen, für die Leute, die das Spiel noch nicht gekauft haben, tut die Torpedos kaufen. Dann wartet ihr, bis der Mechaniker, also Ingenieur, die Torpedos in die Dinger da reinmacht. Ich kann es ja nochmal zeigen, in die. Ich weiß leider nicht, wie die Dinger hier heißen. In den Teilen hier. Rohr 5 geladen. Genau, dass er die halt laden tut. Und ja, das mit Fischer sehe ich auch gerade. Das hat sich auch nicht behoben. Ich weiß nicht, was mit denen los ist, was man da machen kann. Herr Kaloy? Medizinisch kann man ihn, glaube ich, nicht versorgen. Ne. Keiner kann ihn irgendwie medizinisch irgendwie versorgen. Beruhigen. Kommando übernehmen. Ne. Keine Ahnung, was mit denen ist. Ist wahrscheinlich auch ein Bug. Aber gut. Ist es jetzt halt egal. Da tut schon wieder einer schlafen. Kapitän? Ganz kurz mal Bescheid sagen, dass er mal. Ich habe gehört, dass man die so einer Befehlskette geben kann. Ah, genau, hier ist er in der Warteschlange. Schlafen. Ja, schlafen ist natürlich nicht schön. Deswegen werden wir ihn schon sagen, dass er die Latrine putzen soll. Und als nächstes soll er dann wieder an die Ein Matrose Maschinen. der Kriegsmarine ist stets Geht wachsam. das? Du bringst Schande über unsere Besatzung. Zur Warteschlange hinzufügen. Okay, er ist wieder zurückgegangen. Ja, vielleicht geht's doch. Ich habe keine Ahnung. Na gut. Wir nehmen mal den nächsten Beim BDU Auftrag wird an. viel über Ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit.
Ja, genau. Da haben wir, wie viele Schiffe haben wir eigentlich versenkt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 5. Oder 3. Ah, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. War auf jeden Fall nicht wenig gewesen. War schon ganz okay. Was haben wir denn hier noch jetzt? Das können wir ja eh noch nicht machen. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. So, was haben wir denn? Das hatten wir schon mal gehabt. Würde ich mal sagen, nehme mir das hier. Schwierigkeitsgrad Mittel. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Oder soll ich doch lieber auf leicht? Wo ich das auch nicht verstehe mit Schwierigkeitsgrad. Weil hier sollen wir ja nur zum nächsten Hafen fahren. So einem Offizier sich melden. Da steht Schwierigkeitsgrad hoch. Was ist denn daran so hoch? Da hinzukommen oder was meint ihr damit? Schwierigkeitsgrad Mittel. Komm, nimm mal. Mission 2. Option Mission Nacht abschließen. Mission bei Nacht abschließen. Okay, den sollen wir jemanden, einen Spion, sollen wir zu einem bestimmten Ort bringen. Halte die Deckung von Uwe Müller aufrecht. Wenn ich wüsste, was das direkt heißen soll. Wie soll ich denn die aufrechterhalten? Uwe Müller. Der ist ja jetzt wahrscheinlich bei uns. Auf dem Schiff drauf, also auf dem U-Boot drauf. Na gut, ich hoffe, man hört die Außengeräusche von draußen nicht, weil ich habe das Fenster offen. Aber ich wohne ja Gott sei Dank auf dem Dorf, daher ist das nicht so laut. Oh. Okay. Haben wir nix. Na, ja, das ist das. Mission bei Nacht abschließen. Das schaffen wir ja nicht, in einer Nacht dahin zu fahren. Das heißt aber, wir sind im Feindesgebiet. Okay, dann verstehe ich auch, warum es schwierig ist, also Mittel ist, der Schwierigkeitsgrad, weil wir fahren wirklich mitten rein. Und ich denke mal, hier reinzufahren wird mit Sicherheit nicht gleich sein, weil hier sind mit Sicherheit auch Patrouillen. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, Was es gibt brauchst du, Herr Kalor? keine Täuschkörper zu kaufen mehr. Schau mal. Ich kann nochmal nachgucken, aber soweit wie ich gesehen habe, gibt es keine. Gibt Munition. Es gibt leider keine Täuschkörper. Das ist natürlich sehr schade. 4.
viel kostet? 150. Boah, ja. Nicht billig, 600. Ja, komm, nimm mal. Ja, da kann man nur immer 4 Stück nehmen. Ist jetzt nicht viel, aber. Na gut. Ja, wie schon gesagt, es gibt leider nur. Wir haben nur noch einen Täuschkörper. Ist blöd. Aber ich kann da jetzt im ersten Moment natürlich auch nichts dagegen machen. Na gut. Meine Katze nervt schon wieder. Das ist jedes Mal das gleiche. Immer wenn ich aufnehmen will, kommt sie erstmal. So, machen wir mal ein bisschen Musik an. Angeblich direkt hier. Es soll irgendwo ein Dock sein. Mal sehen. Ich hoffe, da ist nicht irgendein Bug oder so. Gut. Das haben wir auch. Dann würde ich mal sagen, starten wir los. Ne? Wir haben ja alles. Wir haben alles beladen. Genau. Und los geht's. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Tun wir mal noch ein paar Leute mehr nehmen. Ich drücke mal hier drauf. Eigentlich hätte ich auch hier mal drauf drücken können. Aber das ist halt so ungewohnt. Kapitän? Da den letzten Täuschkörper. Das ärgert mich etwas. Das ist wahrscheinlich auch ein Bug. Oder nicht wahrscheinlich, ich bin mir sogar sicher, dass es ein Bug ist, dass das Lager sich nicht mehr füllen tut. Ich hoffe, wenn wir wieder zurückkommen, dass es dann doch gefüllt ist. Weil sonst hat das Ganze keinen Sinn, das Spiel langfristig zu spielen, wenn es auch mal alles leer ist. Das wäre ja irgendwie blöd. Musik hört sich jetzt ein bisschen komisch so an, aber naja. Gehen wir mal hier hin.
Fahrt. Schneller, schneller! Herr Kaloy? Einer kann mal an die Karte gehen. Dass wir uns nicht schon wieder verfahren oder so. Der Graf kann mal eine Pause machen. Moral ist gut. Alles soweit ganz gut. Besatzung, ja. Und das hier ist wahrscheinlich deshalb, weil der Herr Lisa nochmal Fischer, dass hier irgendwie einen Bug hat. Der ist wohl verletzt gewesen oder ist verletzt, aber wir können ihn irgendwie nicht behandeln. Und ja, ist halt leider so. Kann man nichts machen. Ich werde auch wohl das Ganze hier mit ein, also komplett aufnehmen, also nicht geteilt machen oder so. Weil schon, ja. Außer die Mission dauert jetzt wirklich 3-4 Stunden oder so, dann werde ich das schon ein bisschen aufteilen. Wahrscheinlich. Ich bin mir aber da noch nicht so sicher. Muss ich mal sehen, wie lange das jetzt hier alles dauert, weil ich muss später auf jeden Fall noch weg. Daher muss ich mal sehen, wie lange das jetzt hier dauert. Schlafen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schnell unterwegs. Das ist sehr schön. Später mal 14.10 Uhr. Sollte das hier immer mal anhaben. Für Notfall, wenn mal wirklich ein Flugzeug kommt, weil die sind sehr schnell. Noch sind wir relativ in sicherem Gebiet. Aber das wird sich jetzt gleich ändern, weil ab, jetzt würde ich sagen, so ab hier ungefähr, wird es dann wirklich gefährlich. Bei Nacht. Ja. Also wir sollen wahrscheinlich bei Nacht die Mission abschließen. Oh, da passiert was hier. Na, was ist jetzt hier los? Alles soweit okay. Ja. Das heißt also, wir sollen bei Nacht, sollen wir die Mission da abschließen. Das heißt also, na gut, wir haben jetzt gerade Nacht, aber bis wir angekommen sind, haben wir wieder Tag wohl. Müssen wir mal sehen, wie es hier aussieht. Weil ich denke mal, wir können nicht hier einfach mal so gemütlich entlang tuckern. Wir werden also wohl sowieso auf Tauchstation gleich gehen. Der Neumann, der ist, hat sich wieder ausgeruht. Geht mal hier an. Oh, Gewitter, sehr schön. Sehr gut. Sichtbarkeit 41%, das ist sehr gut. Regen. Bevölkerung. Was hat Sichtbarkeit mit der Bevölkerung zu tun? Blitze sind natürlich schlecht, weil die halt kurzzeitig mal aufblitzen. Aber naja. Krass.
Navigation. Okay. Oder kann man mal schlafen gehen, dann macht er das in der Zeit. Der hier. Na, ja, lassen wir mal. Der kann ruhig die Dinger aufwärmen. Wer weiß, was uns jetzt gleich begegnen sollte. Macht das eigentlich einen Unterschied, wenn wir das Licht verändern? Noch haben wir Nacht, noch können wir eigentlich an der Oberfläche bleiben. Aber wir sollten jetzt wirklich gleich abtauchen. Wir sollen auch mal eine kleine Fahrt machen, dann sind wir auch leiser. Wir sind ein klein bisschen leiser. Aber auch nicht so viel. So. Ich würde sagen, wir gehen wirklich mal auf Tauchstation. War das mir sonst wirklich zu riskant? Ich weiß auch nicht, wie tief es hier ist, ne? Das ist ein Hafen. Das wird mit Sicherheit nicht so tief sein. Natürlich blöd, dass wir jetzt mitten an Tage ankommen. Natürlich könnte ich jetzt hier stehen bleiben und bei Nacht weiterfahren. Ich weiß auch nicht, wie tief es hier ist. Können wir mal nachgucken. Sieht man hier unten den Boden? Na, weiter kann ich leider nicht gucken. Nee, noch sieht man ihn nicht. Ja, der Fischer, den geht's gar nicht gut. Ich glaube, da wird auch nichts passieren. Wird auch wohl so bleiben erstmal, bis der nächste Patch rauskommt. Ich hoffe, dass die dass sie vielleicht heute oder so noch mal ein Patch rausbringen. Mal sehen. Wir haben ja jetzt den 2. Mai. Sehen tue ich auch gerade nichts. Wir werden, denke ich mal, gleich runter gehen. Wir könnten ja mal speichern. Ich hoffe, das funktioniert. Alles soweit. Speichern. Zustimmen.
werden jetzt einfach mit kleiner Fahrt weiterfahren. Am besten unter Wasser. Dann fahren wir sowieso nur 4 Knoten. Vielleicht, wir haben ja jetzt 11.20 Uhr. Vielleicht kommen wir da so mitten in der Nacht an, hoffe ich mal. Lass mal sehen. Ich weiß nicht, wie stark das da bewacht ist, aber wir sind ja mitten im Krieg. Daher denke ich mal, werden schon Patrouillenboote irgendwo rumfahren. Zumindest kleine oder so. Die auch relativ schnell sind. Und so schnell wie die halt sind, können wir gar nicht so schnell abtauchen. Das heißt, die werden uns im Prinzip schon frühzeitig erkennen. Vermute ich mal. Aber gut, kleine Boote sind ja auch wiederum kleiner. Das heißt also, die haben keine große Zitadelle. Das heißt ja also, die dürften nicht so weit vorausschauen können. Außer hier schwimmt natürlich ein Kriegsboot herum. So, das Laden ist fertig. Gut. Bleiben mal noch so lang oben. Mal sehen. Gespeichert haben wir ja zur Not. Wir haben jetzt 15 Uhr. Hier los? Wieso ist die Sicht zu klein? Der tut ja das alles hören. Der Köhler, der kann mal oben aufs Deck gehen. Hatte der eigentlich die Dingens UTS? Ich glaube, das ist das, was da als Abkürzung. Nee, das hier war das gewesen. UOP, ne? Oder? Ach, keine Ahnung. Muss ganz kurz mal nachgucken. Was das nochmal war von der Fähigkeit, die er hatte. Fokus. UCO. Und das Periskop. Offizier verfolgt feindliche Schiffe per UCO. Periskop schneller. Was heißt denn schneller? Das raff ich gerade nicht. Da stehen würde, der sieht das schon früher. So aus einer gewissen 25% weiter. Dann würde ich das ja noch verstehen. Aber schneller, was soll denn schneller heißen? Verstehe ich jetzt nicht so genau. Aber irgendeinen Vorteil muss sie haben. Und was heißt UCO? Das heißt UOP? UAT? Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Aber trotzdem, wir schicken mal den aufs Deck. Nein, das war jetzt, ups, das war der hier jetzt gewesen. Na ja gut, der kann auch. Sehr wohl, Herr Kaloy. Da können wir mal voll machen, dann ist die Sichtweite nochmal 50% größer. Der tut ja alles hören. Soweit. Auch wenn das, glaube ich, eigentlich nur für Unterwasserfahrt, glaube ich, ist, ne? Aber ich glaube, das müsste eigentlich auch über Wasser gehen. Dass er was hört. Kapitän. Der Luis, der kann mal schlafen gehen. Den brauchen wir erstmal nicht. Der macht das hier weiter. Dann sparen wir Sprit.
hoffen, dass wir da heile ankommen. Wir haben jetzt 18.30 Uhr. Wir müssen doch mal schneller fahren. Schneller, schneller! Was ist jetzt los? Kommt ein Feind oder nicht? Jetzt ist hier alles stehen geblieben. Ich halte schon mal die Pause-Taste schon mal bereit. Ah ne, die Küste wird geladen. Großbritannien. Mitten im Feindesgebiet. Ein bisschen Schuss habe ich schon. Aber nur ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilometer das hier alles sind. Direkt die Kästchen. Das wäre mal vielleicht interessant zu wissen, wie viele Kilometer das hier alles sind. Weil wenn ich das hier jetzt mache zum Beispiel, von da nach da, dann sagt er ein Kilometer. Könnte eigentlich rein theoretisch gesehen stimmen. Oh nein, das ist blöd. Das passiert mir ziemlich oft und sehr gerne. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Es ist natürlich hier die komischen Punkte im Weg, aber naja, egal. Wir haben immer noch das blaue Licht, dann fällt mir gerade ein, aber gut, das können wir jetzt auch anlassen. Wir haben jetzt eh Nacht. Der hat sich ausgeruht. Der kann mal Karten spielen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Dass die Moral steigen tut wieder. So, hier ist natürlich sehr langsam. Aber das ist ganz gut, dass es jetzt dunkel wird, weil dann sieht man uns zumindest schon mal nicht. Nebel haben wir auch, das ist sehr gut sogar. Wie sieht Nebel aus? Achso, okay. Ist sogar ziemlich gut. Die Küste sieht man natürlich auch nicht. Sind ja noch ein paar Kilometer von der Küste entfernt, auch wenn das alles sehr nah aussieht. Wir fahren einfach mit einem feindlichen U-Boot. Ich sehe gerade schon wieder, dass das Interface schon wieder weg ist. Das hatte ich ja schon mal gehabt. Da habe ich einen kleinen Trick angewendet. Vielleicht ja, funktioniert der ja nochmal oder auch nicht. Funktioniert nicht. Ah, shit. Genau das gleiche hatte ich schon mal gehabt. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Kann kein Menü öffnen, gar nichts. Das ist natürlich immer blöd, wenn sowas passiert. Hier ist das Menü da. Kapitän? Ja, wir können mal so hier machen. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon mal gemacht. So. Und dann gehen wir einfach wieder raus. Zack, und da ist das Menü wieder da. Also nicht das Menü, das Interface meine ich. Warum das ist, keine Ahnung, ist wohl auch ein Bug. Müsste ich auch mal bei Steam mal reinschreiben im Forum, dass das Interface einfach mal verschwindet, aus welchen Gründen auch immer. Weiß jetzt gar nicht warum, weil ich jetzt eben gerade gemacht habe. Müsste ich mir später nochmal angucken. Und
dass die Entwickler ungefähr wissen, auf was die achten müssen, warum oder weshalb, dann könnt ihr dann besser nachgucken, wo vielleicht der Fehler liegt. Der Neumann. Er kann mal einen Kaffee trinken. Das war hier. So. Hat der auch. Sehr wohl, Herr Kaloy. So. Ah, der Kaffee bringt aber nicht gerade viel, muss man sagen. Ich wirke sehr wenig. Jawohl. So, der kann mal Pause einlegen, dafür macht er weiter. Jawohl. Den Grafikfehler, den ich hier gerade sehe, der ab und zu mal ganz kurz aufploppt. Der ist auch neu, den kenne ich auch noch nicht. Ist nur ein kleiner Schönheitsfehler, aber naja. Also mit Grafikfehlern oder so, die ab und zu mal irgendwie kommen oder so, das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Gibt Schlimmeres. Der schläft. Ja, der Kaffee bringt aber wirklich nichts. Ne? Das ist wirklich wenig. Man muss ja 5 trinken, um halbwegs fit zu sein. Kapitän? Jawohl. Zu Befehl. Noch ein. So, jetzt hat er 3 Stück getrunken und knapp die Hälfte hat er gerade mal. Ist nicht viel. Ja, der Kaffee ist auch sehr teuer, muss man sagen. Daher weiß ich nicht, dass der sich auf Dauer sich wirklich lohnt. Wenn der so wenig nur macht. Ich habe jetzt 3 Stück getrunken. 3 Stück, einer kostet ja 150. Na, weiß ich nicht. Rentiert sich eigentlich nicht wirklich, muss ich sagen. Machen wir mal ein bisschen schneller. Wir müssen eigentlich bei Nacht ankommen. Was ich natürlich auch hätte machen können, fällt mir gerade ein. Bei den Fischer hätte ich natürlich auch sagen können, dass ich den aus der Mannschaft rausschmeiße und einen neuen nehme, weil dann kann es möglich sein, dass er vielleicht dann weg ist, also so weggespawnt wird. Und dann müsste das ja auch weg sein. Muss ich mal beim nächsten Mal versuchen, mal testen, dass das eine Wirkung hat. Mal hier rein. So, wir sind mitten im Feindesgebiet. Im Moment ist alles sehr ruhig. Wir haben Nebel. Haben wir noch Nebel? Ne, nicht mehr. Nebel ist wieder weg. Das heißt, die können uns jetzt im Prinzip ziemlich gut sehen.
Weil so spät haben wir es noch nicht. Aber ich würde gern bei Nacht ankommen. Nacht heißt ja für mich so gegen 23 Uhr, 0 Uhr. Sehen wir mal eine kleine Fahrt. Dass sie auch wirklich bei Nacht ankommen. Sind noch 14 Kilometer. Das übertrifft sogar das. Was kann ich denn da machen dagegen? Das hier hat ja keine Auswirkung, wenn ich die rausnehme, ne? Ne, die sind ja auch inaktiv, sind die ja. Da dürfte das eigentlich keine Auswirkung haben. Das sind wahrscheinlich die, die ja aktiv gerade sind. Kann man schlafen gehen? Ja, bleibt erstmal so. Ja, gut, Nacht haben wir noch nicht. Aber ich würde schon gern das mitnehmen. Aber was jetzt? Achso, Küstengebiet wird wieder geladen. Okay, das war komisch. Ist ganz kurz das Boot einen kleinen Tick nach oben gegangen. Aussieht, ist hier aber auch nichts, ne? Keine Feinde, nichts, das ist schon mal gut. Dann haben wir ganz entspannt, kann man da hinfahren. Ich würde aber gern mal für einen kurzen Moment hier stehen bleiben. Ich weiß nicht, dass wir dadurch mehr Punkte bekommen, wenn wir das genau so machen, wie es uns befohlen wird. Wieso fahren wir? Ne, jetzt fahren wir nicht mehr. Ah, wenn ich so mache, dann fahren wir. Ist ja creepy. Wenn ich so mache, nicht. Komisch. Die Zeit geht auch nicht rum. Was ist denn jetzt hier los? Ist schon ein neuer Bug? Guck, da fährt er. Wo eigentlich 0 km/h hier steht. 0 Knoten. Sehr komisch. Aber ist wohl auch ein Bug. Dann habe ich schon den zweiten gefunden. Dann kann ich den auch mal dahin schreiben. Dafür sind ja auch die Early Access. Dafür auch da, dass die Community oder die Leute, die das Spiel gekauft haben, versuchen halt mitzuhelfen, um die Bugs halt wirklich wegzubekommen. Und das Beste ist halt wirklich dahin zu schreiben. Dafür haben die ja extra im Forum so eine Liste gemacht mit Bugs, wo die Leute reinschreiben können. Und das sollte man halt auch nutzen. Wenn schon angeboten wird, weil es hat ja nur einen Vorteil für mich selbst oder vielmehr gesagt für uns oder für denjenigen, der spielt, weil es kostet ja dann nur ein paar Minuten, mal kurz da reinzuschreiben, zu sagen, was los ist, wo der Bug aufgetreten ist, bei was man gemacht hat, die Handlung, sage ich mal, und mehr nicht, das reicht ja vollkommen aus.
Könnten wir Zeit mal schneller machen. Ja gut, das dauert jetzt ein paar Minuten, bis man 0 Uhr nachts haben. Das heißt also, so ein Kästchen hier ist 1 Kilometer. Ein ganzes Kästchen, so ein größeres schon etwas, hat wahrscheinlich dann, vermute ich mal, 10 Kilometer. Und so ein Kästchen hier hat wahrscheinlich dann 1000 Kilometer. Oder 500, ich weiß nicht, so Pi mal Daumen sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, wie weit die Torpedos eigentlich schießen können. Ich weiß auf jeden Fall, so ab ca. 1 Kilometer oder 1,5 Kilometer kann der schon die anvisieren und die Torpedos ausrichten. Daher vermute ich mal, dass gut 1 Kilometer kann er das machen. Ist jetzt nicht gerade weit. 1 Kilometer ist ja fast um die Ecke, so ungefähr. Na, man muss halt schon sehr nah ranfahren. Bei Frachter ist es nicht so schlimm, aber bei Kriegsschiffen ist es schon sehr gefährlich. Weil die haben ja auch Gerätschaften, um uns zu finden halt. Ne? Die können uns anpingen. Und das kann gefährlich sein. Das hat man ja bei den letzten Folgen gesehen, was passieren kann. Wir haben es Gott sei Dank heile rausgeschafft, aber auch nur deshalb, weil wir die Dinger hier nochmal, Täuschkörper, 2 Stück abgeschossen haben. So, warten. Weiß nicht, unter was Nacht bezeichnet wird, aber Nacht heißt ja für mich eigentlich normalerweise 0 Uhr. Wo eigentlich, glaube ich, sogar ab 22 Uhr ist, glaube ich, sogar schon Nacht, ne? Aber vielleicht gibt das nochmal ein paar Punkte mehr halt. Wenn wir das korrekt abschließen. Und die Moral ist schon wieder unten, was ich überhaupt nicht verstehe. Nur weil sie arbeiten müssen. Wo ist denn da der Unterschied, wenn die mal ein bisschen da rumstehen und gucken? Bestätigt. Statt ständig auf der faulen Haut zu liegen. Naja, gut. So, da geht's wieder hoch. Der hier kann auch mal ganz kurz mal an Navi gehen. Und der geht mal raus. Nimmt mal ein paar Leute mit. Herr Kaloy. So. Wir könnten eigentlich schon mal losfahren. Schneller, kleine schneller. Fahrt. So, jetzt haben wir 0 Uhr. Schneller, mal langsamer Fahrt. Muss man auch rechtzeitig ankommen.
sind wir da? Was? Mal Bericht schreiben. So, du gehst mal schnell am Funk. Genau, so. Abschicken. Mission abschließen. Betragung. Kapitän. So, was bekommen wir denn hier? Was? Die Nähe des Hafens vorzubereiten. Oh, das hört sich gefährlich an. Das heißt hier, wir sollen sie ablenken. Wahrscheinlich wollen sie auch eine Sabotage machen, vermute ich mal. So, hier will ich jetzt nicht unbedingt wenden, deswegen fahren wir mal rückwärts. So, zack, zack, zack. Wir haben jetzt natürlich 0:10 Uhr. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Wird nicht ungefährlich sein, direkt mitten an den Hafen zu gehen. Zu Befehl. Weil tauchen können wir da glaube ich auch nicht allzu tief, weil die Häfen sind ja extra so gebaut, dass man gar nicht, dass ein U-Boot gar nicht da tauchen kann. Ist ja nicht viel Platz da unten. Daher mal sehen, wie das jetzt hier abläuft. Aber bevor wir das machen, will ich mal nochmal speichern. Sicher ist sicher. Selbst die kleine Mission hat schon wieder fast eine Stunde gedauert hier. So. Halbe Fahrt. Schneller, schneller! An 18 Knoten sind wir gerade rückwärts gefahren. Schon heftig. Ich wusste gar nicht, dass ein U-Boot so schnell rückwärts fahren kann. So, wir fahren mal schneller. Schneller! Der soll mal hier ran. Zur Not, dass er dann gleich mal da sitzt. Legen Sie den Kurs an. Ah. Jawohl. Es hängt da wieder. Oh, ich höre irgendwelche Geräusche. Das ist komisch. Denke den Hafenwache ab. Wie stelle ich sich das vor? Ich soll die Hafenwache ablenken. Jawohl. Okay. Das kann ja ein Spaß werden. Hier kann man schlafen gehen. Erstmal. Dass er sich ein bisschen ausruht. Kontakt. Was sehen wir hier? Sind das Vorschiffe? Das
sind aber nur Frachter, ne? Ja, das sind nur Frachter. Das sind Frachter. Okay, schon mal soweit keine Bedrohung. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Was heißt denn ablenken? Was, oder was verstehen die denn mit Ablenkung? Ganz kurz mal nachgucken, was hier steht. Hier steht nix. Das hier ist ja auch ganz interessant. Das mit Aktivitäten, wo man hier selbst was reinschreiben kann, herstellen. Ich weiß nicht, dass das ein Bericht ist, was man selbst reinschreiben kann, oder dass man eine Nachricht senden kann. Aber dann kann das vielleicht schon ein kleines Feature schon sein für die Multiplayer. Mal sehen, wie das überhaupt dann aussehen wird. Sollen sie ablenken? Ich vermute mal, wir sollen sie... Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir fahren mal hier runter und schießen die Dinger hier ab. Dann bekommen wir einmal noch mal Punkte und... Aber bevor wir das machen, fällt mir gerade ein... Sollten wir vielleicht doch mal auf Tauchstation gehen. Auf Seerohrtiefe gehen. Langsamer. Wechseln auf E-Motor. Der Graf, der kann mal. Ja, eigentlich müsste er eine Pause machen, aber müssen die Moral ein bisschen nach oben treiben. Verstehe auch nicht, warum die Moral etwas runtergeht, weil wir tauchen. Also wir sind ja gerade mal, dabei zu tauchen. Wenn wir jetzt mehrere Stunden unterwegs wären, dann wäre es ja noch was anderes. Fahren volle Fahrt voraus, ist gut, alles soweit. Das ist auch soweit gut, der könnte noch mal einen Kaffee gebrauchen. Ich weiß nicht, welche Auswirkung das hat mit den, wenn sie nicht so wirklich erholt sind. Bisher habe ich dann noch keine. Boah, Alter. Wir sind wirklich nicht gerade sehr tief, ey. Wir schleifen schon fast am Boden. Ja. Der kann mal hier an den Teil. Der Köhler, der kann mal einen Kaffee nehmen. Der Neumann. Öffnen und Kaffee trinken. Jawohl. Noch einen Kaffee trinken. So, dass er ein bisschen ausgeruht ist. Hat aber auch nichts geholfen, ne? Zu Befehl. Wieso? Ei, ei, Herr Kaloy. 20% soll es angeblich zurückbringen. Naja, gut, so viel. Bestätigt. Das hier kann ich auch nicht direkt anvisieren, ne? Nee. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch ein Bug, vermute ich mal. Weil das hat schon mal funktioniert. Jetzt auf einmal nicht. Weil so bestätigt. Ja. Oh, die schleifen, oder? Schleifen ja irgendwo. Lenke die Hafenwache ab. Wieso ist meine Sicht so schlecht? Herr Kaloy. Der ist doch hier Herr Kaloy. Dabei und guckt. Manueller Modus. Mal gucken, wie das aussieht. Habe ich bisher auch noch nie geguckt. Ah, okay. Na, höher geht's gar nicht. Was für ein Beschiss, ey. Was ist das hier denn hier alles? Farbenfilter.
Ansichtmodus. Was sehen wir, den Torpedos? Okay, Kapitän? Ja gut, das ist ja klar, dass er nichts sieht, ne? Aber warum sieht er nichts? Eigentlich müsste das Teil hier oben rausgucken. Macht's aber auch nicht. Wieso guckt das Teil nicht hier oben raus? Das ist komisch. Sichtbarkeit 3%, das ist okay. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Aber warte mal, fahren wir so. Sehr wohl, Herr Kaloy. Der hier kann mal an die Motoren. Das mit dem Diesel stimmt auch zum Beispiel nicht, das ist auch ein Bug. Weil wir fahren schon die ganze Zeit auf E-Motoren. Aber irgendwie schaltet der das hier nicht um. Das grüne Licht hier. Da sind nur kleine Schönheitsfehler, ist jetzt nicht so schlimm. Oh, jetzt sieht das auf einmal. Herr Kaloy. Das hat sich jetzt hier geändert. Mal nachgucken. Gar nichts. Er kann immer noch nicht. Es fehlen paar Meter. So kann er nicht die paar Meter gucken. Knapp am Wasser. Ran sind wir. Das ist irgendwie komisch, ey. Das ist wirklich komisch. Herr Kaloy? Außerdem, wir sind hier gerade bei Feindesfahrt. Und die tun hier ganz gemütlich gerade hier kochen und dies und jenes machen. Ja, moin. Graf spielt gerade Karten. Kann mal. Ne, das kann der hier. Kapitän? Mal das Licht auf Rot stellen, weil wir fallen ja auf Feindesfahrt. Dann werde ich nochmal das hier versuchen. Nächstes soll er dann das machen. Macht er das auch? Nein. Sehr wohl, Herr Kaloy. Das soll er ja machen. Fährt das Ding nochmal aus. Ja gut. Egal. Guckt jetzt hier die Spitze raus. Nö. Gut, dann ist das wahrscheinlich auch ein Bug. So, wir fahren jetzt so. Entlang. Ja, so einen großen Bogen brauchen wir auch nicht zu machen. Ich tue es immer gerne mal ein bisschen übertreiben mit einem Wenden. Aber das ist ja ein Kilometer. Wir sind ungefähr so schräg. Da ist der. Wie sollen sie ablenken? Und ich vermute mal, oh, hier ist eine Sandbank. Oh, das sind aber richtig viele. Wenn wir die alle abschießen könnten. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. Langsamer. Oh, da ist ein Kriegsschiff. Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Kaloy. So, stoppen. Langsamer. Ne, warte mal, wie weit sind wir denn hier? Köhler. Na komm, du kannst mal ausruhen. Macht er das?
So. Also, wir machen hier immer noch schnell. Was haben wir denn hier? Ein Kriegsschiff haben wir hier. Sogar zwei, ne? Ne, das ist ein Frachter. Das hier ist aber ein Kriegsschiff. Und dem will ich als erstes, weil der ist die größere Bedrohung von allen. Ja. Genau. Die hier sind geschützt, die können wir nicht. Könnten den hier noch und den hier. Und den hier hinten. Aber erstmal machen wir den hier. Ist wichtiger. Wie heißt die denn? Der hier war das, ne? Ja. Grab. Torpedokurs berechnen. Wir können die Torpedos noch nicht. Achso, der muss erstmal das berechnen wahrscheinlich und dann geht's erst. Gut, der hier kann mal die Torpedos vorwärmen. Heck, Buck. Nehmen wir mal die hier. Der macht da, der kann eigentlich auch. Mal aufhören erstmal. Oh, wir sollten mal. Also Karten spielen können sie ja jetzt nicht, weil wir ja in Alarmbereitschaft sind. Na, da geht das natürlich so massiv runter, ne? Das ist der Wahnsinn. 9 Minuten. Das ist schon sehr, sehr heftig. Herr Kaloy? Schaffen wir den da zu treffen? Von hier stehen so, und wenn er schießen tut, na, kann eng werden, ne, mit der Ecke hier. Vielleicht sollte man doch ein kleines Stück mehr nach vorne fahren. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Koordinaten setzen. Gut, das müsste so passen. Wir stehen jetzt hier. Da ist der. Müssen wir eigentlich alle treffen, außer die hier. Aber als erstes wird jetzt den hier wegschießen. Vielleicht gibt er mehr Punkte, weil es ein Kriegsschiff ist. Weil als Ablenkung verstehe ich, die anzugreifen. Ja, das hier ist halt wirklich ein bisschen blöd. Mit der Moral ist in meinen Augen auch wirklich total übertrieben. Wir können auch die Moral nicht heben, außer ein Radio. Nee, Radio können wir ja auch nicht bei Alarm. Wir können bei Alarm die Moral gar nicht heben. Ist überhaupt gar nicht machbar. Der ist vorgewärmt. Das ist jetzt der hier gewesen, ne? Und zwei, bewässern! Rohr 2, fertig! Ja, man kann es auch im Prinzip auch kalt, wenn sie noch kühl sind, abschießen, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit höher,
dass die nicht funktionieren. Daher ist das schon sehr wichtig, wenn man sie nochmal vorher aufwärmt. Was das direkt bedeutet, frag mich nicht. Ich habe davon selbst absolut keine Ahnung. Aber es wird schon seinen Grund haben, warum die das so machen. Nochmal ein kleines Stück dahin fahren, dass ich auch wirklich den treffe. Schon mal vorbereiten, dass wir abhauen. Zur Not, wenn irgendwas sein sollte. Wir wissen ja, wo wir stehen. Und der hier müsste eigentlich jetzt fertig sein, ja. Genau. Kann ich ihn eigentlich sagen, der soll jetzt dann den zweiten? Oh ne, das will ich nicht. Den zweiten hier machen, was wäre, wer denn ist, wer ist denn hier, wer? Empire Bay, das ist der. Ich jetzt sage, der soll den hier. Torpedo ausrichten. Das wäre aber ab wiederum A. Das heißt, der hat ihn jetzt abvisiert, ne? Torpedokurs berechnen. Oder ist er immer noch da, der Torpedokurs? Ne, der ist immer noch da, 100. Torpedo Das heißt, ausrichten. wenn ich das jetzt so mache, ich will das mal testen, weil hier habe ich gerade die Zeit und die Ruhe, das mal zu testen. Wir haben ja sowieso noch Nacht, daher kann ich noch mir ein bisschen Zeit nehmen. So, der ist auch fertig. Tor 3 bewässern. Rohr 3 bewässert. Ich glaube, man kann auch hier oben drauf drücken. Dann tut er alle Kontakte Informationen sammeln. Ich glaube, dann macht er das bei jedem ausrechnen. Aber dass das so wirklich so sinnvoll ist, keine Ahnung. So, wer ist denn hier der Nächste? Das ist der. Das ist der hier. Das ist der hier. Die hier können wir ignorieren. Spät haben wir es denn gerade? 10 Uhr morgens, okay. Hab noch ein bisschen Zeit. Die Stadt hat jetzt sowieso erst aufgemacht. Daher kann ich noch ein bisschen aufnehmen. So, wir haben 100%. Und der tut schon wieder nicht das machen, was er eigentlich machen soll. Er soll Dinger hier vorwärmen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz warten, weil ich weiß nicht, eigentlich dürfen die nicht wegfahren. Aber ja, ich weiß nicht. Ich mach's lieber so. So, dann ist der auch schon mal aufgewärmt. Können wir schon mal ein paar Punkte noch mitnehmen, wenn wir schon die Gelegenheit hier haben. Mal alle Viere abknallen tun, weil die drei können wir ja nicht. Dann müsste ich hier reinfahren, das wäre ja Blödsinn. Ich weiß nicht, dass sie überhaupt hier Geschütze haben oder sowas. Ich glaube nicht. Aber die werden mit Sicherheit. Doch, hier ist irgendwas. Ah, doch, hier ist ein Geschütz. Und hier auch. Also doch, die sind doch beschützt soweit. Aber die werden ja mit Sicherheit Alarm schlagen.
Und werden mit Sicherheit da irgendwelche Leute versuchen, hierher zu kommen, dass wahrscheinlich Flugzeuge kommen und auch Schiffe. Da will ich ja schon. Was? Sauerstoff? Ist hier nur noch gar nicht so lang unter Wasser. Ja, du musst mal ganz kurz ist sie weg. Ja, wo bist du denn hier gerade? Da. Sind wir hier richtig? Ja, doch. Oh, das ist, glaube ich, hier hinten gewesen, ne? Ja, genau. Sauerstoff nochmal reinpumpen. Auch wenn es sehr laut ist, aber. Man hört uns eh nicht. Daher passt das. Lass mal das Ding mal hier kurz laufen. Minuten ist voll. Ja, die Disziplin ist niedrig, ich weiß. Es wird wieder Tag. Wir haben gerade mal 3 Uhr nachts und es wird schon wieder hell. Ist eigentlich ein bisschen unrealistisch. Aber gut. So, das ist voll. Der kann wieder da zurück und sein Kram hier Zu machen. Befehl. Aber wir sind hier mitten an Boden, ne? Unten dran. So, aber jetzt hier. Graf. Berechnen. So, warte mal. Den hier haben wir jetzt berechnet und den auch. Ich stehe natürlich jetzt so schräg. Ich weiß nicht, dass wir das trotzdem machen können. Torpedo ausrichten. Jetzt tun wir den hier nochmal ausrechnen. Geht ja relativ schnell, Gott sei Dank. Was sieht man, befindet sich was in einem kritischen Zustand? Das ist nicht gut. Das soll mal hier den mal behandeln. Ich weiß nicht, warum dass die irgendwie. Durch den Nervenzusammenbruch irgendwie verstehe ich nicht, weil Nervenzusammenbruch ist ja kein Leid, sage ich mal, wo man eigentlich sterben kann. Glaube ich zumindest. Ich habe keine Ahnung, aber ich vermute mal, weil das ist ja nur eine psychische Störung im Kopf und keine körperliche. Außer die rasten vielleicht aus und wollen sich umbringen oder so. Aber ja, gut. Muss man nicht verstehen. Es ist halt leider so. Gut, der wurde behandelt. Das ist okay. Komm schon. Rechne schnell aus. Ja, ich weiß, dass die Disziplin niedrig ist. Es ist aber keiner umgekippt, oder? Ne. Alles noch gut. Wie sieht's denn hier mit den Vorwärmen aus? Die sind alle vorgewärmt, das ist sehr schön.
Komm, mach 100% fertig. Man kann auch im Prinzip jetzt schon abschießen. Man muss nicht unbedingt 100% haben. Aber 100% heißt natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit auch bei 100% liegt, dass er den auch ordentlich treffen tut mit einem guten Treffer. So, das hat er gemacht. Torpedokurs berechnen. Das ist auch ein bisschen komisch gemacht hier mit dem Anvisieren alles, aber gut. Legen Sie den Kurs an. Wir nochmal ganz kurz ein kleines Stück nochmal rüber lenken. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, okay, Stillstand. Langsamer. Und ich würde sagen, Feuer ab. Einer. Zack, der zweite. Dann muss ich den anderen hier anvisieren. Torpedo den hier. Ausrichten. Dann nochmal den anklicken. Rohr 1, bewässern. Rohr 4, bewässern. Rohr 1, bewässert. Rohr 4, fertig. Los! Sehr schön. Der hier kann mal Hilfe bekommen. Dass mal hier das schneller geht. Das mit dem Beladen. So, und da fliegen sie, sag ich schon. Da tun sie dahin schwimmen. Die Aale. Sehr schön. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Er wurde aber sehr spät abgeschossen. 30 Sekunden. 20 Sekunden. Rohr 2 geladen. 20 Sekunden. Sind sie da? 10 Sekunden bis Einschlag. Und? 10 Sekunden bis Einschlag. Treffer. Boom, da ist der Treffer. Minimale Schäden. Torpedoversager. Ah, shit, der eine hat nicht funktioniert, aber der hat getroffen. Ah, shit, der ist ganz vorne an der Spitze nur. Das ist blöd, wenn wir hier irgendwo getroffen hätten, wäre besser gewesen. Wer hat versagt, welcher Torpedo? Ja, der eine, schade. Müssen wir ihn abschließen? Ja. Das müssen wir mal machen. Treffer. Rohr 1 geladen. Feuer an Deck. Sehr schön, wir haben immerhin Schäden am Rumpf. Ein abgeschossen. Das gibt 3000. Und vielleicht gibt das jetzt nochmal Punkte, wenn man. Ja, wir haben sie abgeschossen. Sie sinken. Ja, das hat Punkte gebracht. 25.000. Sehr schön. Der soll nicht beladen, der soll hier bestätigt. Den aufwärmen. Ich habe aber schon öfters jetzt gelesen, dass die T2-Torpedos eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass die Fehlfunktion haben. Das sind die Elektro-betriebene. Bei denen ist halt die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass die einen Aussetzer haben, dass sie einfach nicht funktionieren richtig. Das sind die Gasbetriebene besser. Dafür der Nachteil bei Gasbetriebene ist halt, dass man sie schon an der Oberfläche schon sieht, wo sie, also, dass sie da halt lang schwimmen, sag ich mal. Das kann man halt von Schiff aus schon sehen. Das heißt, als so viel der Feind, wenn es jetzt, sag ich mal, mehrere sind, dann kann der Feind halt schon sehen, ungefähr in welcher Richtung die Torpedos kommen. Somit kann er schon einschätzen, in welcher Richtung der Feind, also wo wir dann sind. Und somit dann halt
halt eine Gegenmaßnahme vorbereiten. So, der wird vorgewärmt. Wen haben wir denn als nächstes gehabt? Den hier, ne? Weil ich würde gerne hier den hier nochmal anvisieren. Ich werde mal gerne wissen, wie viel ein Kriegsschiff wert ist. Torpedokurs berechnen. Rohr 1 bewässern. Muss ihn aber jetzt nicht berechnen. Nein, Rohr 1 muss er nicht. Bewässert. Okay, der ist bewässert und los! Feuer. Ich lasse mir jetzt hier erstmal noch ein bisschen Zeit, ne? Solange keiner kommt. Das soll ihn mal aufwärmen. Solange nicht hier irgendwas anderes gemacht wird, kann man schlafen gehen. Aber wenn das gerade der Zeitpunkt nicht günstig ist, aber naja, egal. Ich hätte jetzt nicht gedacht, unbekannte Gruppe. Oh, es kommt, glaube ich, jemand zu uns, ne? Ne, doch nicht, das ist die unbekannte Gruppe. Okay. Na gut. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Guck, der ist auch noch warm. Die anderen, die wir ja vorhin abgeschossen haben, die haben wir zu lange drin gelassen. Und deswegen sind sie wahrscheinlich abgekühlt. Und ja, haben dadurch halt eine Fehlfunktion bekommen. Weil hier steht es auch nochmal extra ganz hinten, dass er warm ist. 30 Sekunden. Der ist auf jeden Fall weg. Den haben wir ja die Punkte bekommen von denen. Sehr gut. 20 Sekunden. Und 10 Sekunden bis Einschlag. Bumm. Kein Bumm. Treffer. Schwere Schäden am Rumpf. Das ist schon mal gut, schwere Schäden. Hüllenbruch, sie sinken. Sehr gut. Ah, der bringt aber nicht viel. 6500 Grad mal. Okay. Das heißt also, Kriegsschiffe bringen weniger als wie Transportschiffe. Also Frachtschiffe bringen mehr. Viel mehr sogar. Okay, gut zu wissen. Als nächstes nehmen wir den hier. Torpedo ausrichten. Den haben wir, ja. Ja, haben wir. Rohr 2, bewässern. Das ist der hier. Rohr 2 fertig. Und los! Abfeuern. Rohr 1 geladen. Nochmal ein Vorwärmen. Ich lasse mir jetzt extra ein bisschen Zeit ruhig. Weil es greift ja eh nichts an. Moment. Solange kein Feind da ist, ist alles gut. Gespeichert haben wir auch zur Not, wenn wirklich was schief gehen sollte. Daher kann ich mir ruhig die Zeit nehmen. Aber dass ein Kriegsschiff nur 6500 Punkte bringt, finde ich schon sehr wenig. Muss man sagen. Weil, ja, es ist halt ein Kriegsschiff, ne? Also da deckt man schon, dass es mehr sein könnte, ne? Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Sehr gut, ist er noch warm? Ja, das ist noch gut. Der kommt auch, wie es aussieht, ziemlich gut an. Wird wahrscheinlich so, vielleicht Pi mal Daumen die Mitte erwischen. Ist ja mal schön, mal einen richtigen, mit einem Torpedo mal einen richtigen Rupper zu ziehen. Also wirklich, dass das Ding mal komplett auseinandergerobbt wird. Sekunden. Kann der eigentlich schon in der Zeit
Ah ne, lass mal erstmal. Oder warte mal, doch, kann man eigentlich machen, ne? 10 Sekunden bis Einschlag. Torpedokurs berechnen. Ne, das ist der falsche. Das ist der falsche. Der hier Treffer. War das. Minimale Schäden. Ah, schade. Okay. Müssen wir den doch nochmal nehmen. Torpedo ausrichten. Rohr 1 bewässern. Wird geladen. Ja, es dauert jetzt halt natürlich ein bisschen alles. Los! Aber die können sich eh nicht wehren. Daher nutzen wir jetzt gerade die Zeit und nehmen uns die Punkte mit. Natürlich könnte man jetzt so übelst dreist sein und hier reinfahren und die ja auch noch abschießen. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu extrem, hier reinzufahren. Das Risiko will ich jetzt nicht eingehen. Aber wenn das hier, warte mal, das sind 50.000 Punkte. Rohr 2 geladen. Wenn das auch ein Frachter sein sollte, und ich glaube, das ist sogar ein Frachter. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Das müssen dann 75.000 Punkte sein. Das ist natürlich nicht wenig, ne? Wenn man das mal hochrechnet. Wir haben aber durch die Mission kein Ansehen bekommen. 20 Sekunden. Mission abgeschlossen. Zehn Sekunden bis Einschlag. Treffer. Oh, der war gut. Schwere Schäden am Rumpf. Der war gut gewesen. Rohr 1 geladen. Ah, schon wieder einer, ja. An Austicken, ey. Also nicht Austicken, der... Keine Ahnung, was sie da machen. Dass sie versuchen, sich selbst umzubringen oder so, ich habe keinen Plan. So, den haben wir. Torpedokurs berechnen. Das heißt, wir nehmen den nächsten, das ist genau der. Nee, den brauchen wir nicht zu laden. Wir können mal, aber jawohl, mal die hier vorwärmen. Kann ich Ihnen sagen, dass er als nächstes den anderen vorwärmen soll? Nee, das geht nicht. Schade. So, absenden. Zack. Und 25 mehr. Wenn ich schon Punkte umsonst hier abkassieren kann, dann nehme ich sie auch mit. Ich hätte natürlich gern das Ansehen, aber das hat irgendwie, geht irgendwie nicht. Oder gab es irgendwie keinen, warum auch immer. Finde ich ein bisschen blöd. Ein bisschen Ansehen hätten sie schon geben können dafür. Das ist ja auch eine Mission, die man abgeschlossen hat. Aber naja. Der ist vorgewärmt, sehr gut. Dann kann der andere vorgewärmt werden. Und danach werden wir hier wegfahren. Dass mal die Moral wieder hochgeht. Also das ist hier eine Katastrophe, dass hier die Leute hier ausfallen die ganze Zeit. Der ist schön untergegangen. Der auch. Sehr schön. Die ärgern sich jetzt auf jeden Fall richtig. U-Boot steht hier keins. So, mal gucken, wie wir den hier jetzt treffen. Wie das jetzt hier gleich funktioniert. Na los.
Wir haben den mal schneller vor. Der hat ihn auch gleich. Der ist vorgewärmt, sehr gut. Rohr 3 geladen. Ne, der soll nicht laden, der soll den anderen mal. Oh, mal zur Not vorwärmen. Wenn die zwei nicht reichen sollten. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 bewässern. Rohr 1 bewässert. Noch 1%, komm schon. Gib mir den 1% schnell. Rohr 4 geladen. Der eine kleine Tick, ne? Braucht wirklich lange. So, jetzt. Los! Zack, alle Bälle abgeschossen. Sind sie beide unterwegs? Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Und 40 Sekunden. Der wird mitten vorne einschlagen. 30 Sekunden. Oh nee, der von der Seite. Und den hat sofort erwischt. Sehr gut. 20 Sekunden. Oh, der andere wird ihn nicht erwischen. Da wird ihm verfehlen. 10 Sekunden bis Einschlag. Ich glaube schon, dass. Ja, der wird ihm verfehlen. Funker fehlt schon wieder mal. Aber das ist nicht schlimm. Was? Feindliches Schiff getroffen. Hier war doch gar nichts gewesen. Na gut. So, machen wir mal Rückwärtsfahrt hier raus. Langsamer. Du kannst mal schlafen liegen. So, da haben wir immerhin einige Punkte gemacht. Ist auch nicht schlecht. Rückwärts rausfahren. Die anderen drei kommen leider nicht. Oh nein, hier, was macht er hier? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. Gut. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. So, und ich würde mal sagen, wir verschwenden hier schnell wie möglich. Was mich ein bisschen wundert, dass wirklich keiner gekommen ist. Legen Sie den Kurs an. Aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich einfach noch nicht so programmiert vielleicht. Das wird sich mit Sicherheit aber ändern. Da bin ich mir ganz sicher. Legen Sie den Kurs an. Dass die da noch was machen werden. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Wo müssen wir da hin? Mal nachgucken. Da. Müssen wir eigentlich unbedingt da hinten hin? Oder können wir eigentlich auch da oben hinfahren? Kurs auf diese Koordinaten. Eintrüchtig gesehen können wir auch da oben hinfahren. Jawohl. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Gut, so, das haben wir alles. Das kann man schließen. Der schläft, das soll aber nicht. Das soll mal. Jetzt geht's wieder nicht. Jetzt. Sondern an den Motoren arbeiten.
Okay. Der ist schon wieder fast ausgeruht. Der kann mal Karten spielen. Dass die Moral hochgeht. Funker kann mal hier ran. Dass wir hören, was da draußen los ist. Ne, das war verkehrt. So. Kapitän? Sehr wohl, Herr Kaloy. Herr Kaloy? Der Köder, der kann auch mal Karten spielen. Geht die Moral noch schneller hoch. Ich bleib lieber mal unter Wasser noch. Ja, warte. Hier ist schon wieder einer an Durchdrehen. Jürgen Wagner. Sag mir nicht, wir haben kein Medipack. Ach Gottchen, ey. Na gut, ich würde nur sagen, wir tauchen auf. Sie müssten jetzt eigentlich weit genug sein. Die schießen eh nicht mehr aus der Entfernung. Tauchen wir auf. Ja, die sehen uns natürlich jetzt, aber das ist egal. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Und wir haben wirklich keine Medipacks mehr. Wir haben doch 4 Stück mitgenommen. 2 haben wir doch verbraucht. Oder was stimmt hier nicht? Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Schrank da. Jawohl. Hier war das nicht drin gewesen. Das war, glaube ich, hier ein Hauptlager. Zu Befehl. Wir haben sogar immer noch 5 Stück. Wo ist das ganze Essen hin? Haben die vor Panik gefuttert hier oder was? Jawohl. Okay, manche Sachen verstehe ich noch nicht so ganz, warum das so oder so ist. Also ganz logisch ist es manchmal nicht so. Das Deck geschützt, hat zum Beispiel keine Muni mehr. Kann auch mal da transportiert werden. Quatsch. Ah ne, der ist nicht in Lebensgefahr, der ist nur... Kapitän? Da flippt nur gerade wieder aus, mal einer. Mehr nicht. Ich kann den aber gerade nicht anvisieren. Müssen wir das mal manuell machen? Wo sind wir denn hier? Ah, da hinten ist er. Das Licht kann auch mal auf wieder normales. Dass sie sich hier beruhigen. Jawohl. Wir werden alle sterben. Das Schlimmste haben sie schon hinter sich. Da rastet trotzdem vollkommen aus. Das ist, naja, gut. Ist halt noch nicht perfekt alles hier, ne? Es ist ja alles Early Access, daher dürfen kleine Fehler oder überhaupt so Fehler passieren. So, er hat ihn gleich und zack. Weg ist er. Gut, im Prinzip kann er mal Du Befehl.
genau das hier mal übernehmen. Da brauchst du nicht vorzuwärmen, da kann mal ein Radio gehen. Was ist denn hier eigentlich los? Ist hier totales Durcheinander. Der kann schlafen gehen. Der kann Kartenspiel, kann er gerade nicht. Ah ne, wir sind immer noch in Alarmbereitschaft, deswegen. Also uns sehen. Aber eigentlich müsste es weg sein. Dein qualmt schön. Sehr gut. Volle Kraft voraus. Schneller, schneller! Und einer kann mal auf die Karte gehen, ne, der hier. Dass wir Sprit sparen. Kann das auch nochmal ein paar Leute mehr. Oh, 1%, dann rastet gleich wieder einer aus. Wieso sind wir denn immer noch in Alarmbereitschaft? Die ist unter Kontrolle. Sehr schön, einer hat sich wieder beruhigt. Rick Schwarz und der andere. Guter. Wir sind auch zu Seewolf geworden. Das ist sehr gut, weil dann rasten die nicht mehr aus, selbst wenn die Moral abwärts geht. Das ist wirklich sehr effektiv, muss man sagen, wenn die die Fähigkeit bekommen, dass die keinen Nervenzusammenbruch mehr bekommen. So, Alarm ist weg, sehr gut. Dann können wir mal hier ein bisschen Stimmung machen. Der kann mal... Da schläft ja der eine, den machen wir mal Musik hier. Dann hat das wieder Auswirkungen darauf. Da kann man auch Karten spielen. Er tut auch mal Karten spielen. Erstmal. Dann erholen die sich alle. Minuten, was man auch noch machen kann, ist den hier zum Kochen, weil der hat ja die Fähigkeit mit Kochen und Funken. Weil dann steigt er nochmal die Moral nochmal höher. Steht gar nicht mehr hier, ne? Ah ne, da läuft gerade dahin. Müsste aber gleich. Genau, jetzt Musik, Kartenspiel zweimal, Kochen und Beleuchtung. Stützpunkt. 7 Minuten, was heißt denn Stützpunkt? Wir sind noch gar nicht beim Stützpunkt. Naja, gut. Egal. Gut, dann haben wir das alles soweit. Und wir tuckern hier ganz gemütlich wieder raus.
Wir mussten es einfach noch komplett abschließen. Sehr schön. Genau. So, vorbei mit einer Mucke. Party ist vorbei. Manchmal steht ja hier plus 10 Beleuchtung, also normale Beleuchtung. Manchmal ist es rot, manchmal grün. Ich verstehe nicht, warum das... was das von der Bedeutung hat mit dem Rot und Grün andauernd. Eigentlich heißt ja Rot, dass es schlecht ist und Grün, dass es gut ist. Aber verstehe ich nicht so ganz, weil bei den anderen steht ja minus 5. Ah ne, das heißt ja minus 5 Minuten. Das andere heißt Prozent. Okay. Ja gut. Fahren wir mal wieder zurück. Kann im Prinzip der hier mal wieder daran. So. Bevor ich jetzt hier irgendwas anderes mache. Tue ich mal speichern. Sicher ist sicher.
Ach, stürzt mir jetzt nicht hier ab. Sehr schön. Hat gespeichert, das ist sehr gut. Und wir haben jetzt einen Ansehenpunkt. Mal gucken, was wir damit machen, weil ich selbst noch nicht. Ja. Der hier kann auch mal schlafen legen. Der hier kann mal. Oben. So, hier ist ein bisschen ruhiger. Ich traue mich halt nie, das hier zu benutzen, weil, wie schon gesagt, mir ist schon mal. Na, guck, man sieht es auch, es hängt und ruckelt und macht, weiß ich nicht, ist ganz komisch. Das ist schon mal abgestürzt.